Ja, er lebt noch. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, ich lebe noch und das habe ich hier gerade professionell an meinem Puls gemessen. Aber was ich nicht messen kann, ist die Sauerstoffsättigung meines Blutes. Aber dafür gibt es ja hier so kleine Gadgets und eins davon will ich euch heute mal vorstellen. Das ist ein Pulsoximeter, der kommt von Coco Bear und ich habe gerade hier gesehen, das scheint wohl eine Untermarke von Ape Man zu sein. Und Ape Man kennen wir auch schon. Da gab es schon diverse Kameras, die ich mir dort von denen angeschaut habe. So, aber heute geht es um den Pulsoximeter, das Sauerstoffmessgerät, also wie viel Sauerstoff ist denn drin im Blut. Und hier ist das Gerätchen schon dabei oder eingepackt in so einem kleinen Täschelchen. Es gibt dafür auch noch so eine Handgelenkschlaufe, ne? Nur der Vollständigkeit halber und eine kleine Anleitung. Und das ist das Teil. Reinkommen zwei AAA-Batterien. Die werden einfach hier unten reingepackt. Da seht ihr es. Und dann ist das Teil einsatzbereit. Und was es dann kann, ist eben auch das, was im Prinzip hier die Apple Watch Serie 6 kann. Aber ich glaube, so ein Gerätchen kann das noch etwas genauer, nämlich den Sauerstoffgehalt von eurem Blut messen und euren Puls messen. Und was ich hier besonders gut finde, ist die Anwendung. Das ist mega leicht. Ihr seht, das ist wie so eine kleine Klammer. Kann man hier aufmachen und dann kommt da einfach der Finger rein. Zack, und man schaltet das Gerätchen hier an oder schaltet es vorher an. Das ist egal. Und dann wird hier direkt schon gemessen. Und das dauert dann meistens so 5, 6 Sekunden, bis dann hier das erste Messergebnis kommt. Und dann, ja, bekommt man hier auch schon eine Anzeige. Hier rechts seht ihr den Puls, der ist jetzt gerade bei 95 und hier nebendran bei SpO2 seht ihr die Sauerstoffsättigung in Prozent. Die liegt jetzt hier aktuell bei, ja, 98%, 99%. Tief durchatmen, dann kommen wir vielleicht noch auf die 100. Auf jeden Fall, so sieht es aus und ihr hört auch den Puls. Das kann man allerdings auch ausschalten, wenn einen das Geräusch dann nervt. Was man auch machen kann, was sehr praktisch ist, man kann hier die Anzeige ändern, wie das aussieht. Also ich kann es auf den Kopf drehen, so drehen, so drehen. Je nachdem, wie man das Ding gerade hält, hat man dann eben die passende Anzeige. Einmal so, ne? Einmal, wenn man von der anderen Seite drauf schaut. So, also in alle Richtungen drehbar, so dass man immer wirklich gut das Teil hier ablesen kann und nicht gezwungen ist, es eben so zu halten. So, und dann kann man hier wunderbar das Ganze messen. Ihr seht auch hier eine Akkuanzeige oder eine Batterieanzeige. Akku ist es ja nicht. Und so leicht funktioniert das. Also, wie gesagt, wen das Geräusch jetzt nervt, Achtung. 3 Sekunden Knöpfchen gedrückt halten. Piepgeräusch ist weg. Nochmal 3 Sekunden drücken. Piepgeräusch ist wieder da. Ich finde das eigentlich so ganz interessant. Erinnert mich leider an ja, meine Zeit auf der Intensivstation, die ich Ende letzten Jahres hatte. Da habe ich nämlich auch nicht sowas, aber sowas Ähnliches permanent am Finger gehabt. Aber naja, auf jeden Fall, darum soll es nicht gehen. Praktische Sache. Wenn man einfach mal die Gesundheitsdaten im Blick haben will, was ich etwas schade finde, es gibt dazu jetzt keine App, dass man sich hier die Werte irgendwie nochmal ja, aufzeichnen kann in den Health-Daten oder sowas. Also ihr habt das dann wirklich nur hier auf dem Gerät und könnt aktuell sehen, wie es aussieht. Was die Genauigkeit hier angeht, dort wird gesagt, bei der Sauerstoffmessung +/-2% und beim Puls +/-3 Schläge pro Minute. Also das passt doch absolut. Tja, und wer sich fragt, wie genau ist denn der Pulsmesser? Ich habe es hier einfach mal mit der Apple Watch verglichen und da sieht man, ja, die sind sich doch schon bis auf so ein paar Schläge hier auf 1, 2, 3 Schläge sehr einig, die beiden. Also das scheint hier schon gut zu passen, bei beiden allerdings. Wer es jetzt ausschalten will, einfach abnehmen das Teil. Und dann schaltet sich das Gerät nach ja, einer gewissen Zeit, ich glaube nach 10 Sekunden oder so, automatisch aus und beschwert sich auch, wenn gar nichts mehr zu messen ist. Und ja, ausgeschaltet, fertig ist es. Dann nochmal hier einschalten, Fingerchen rein und dann kann die Messung direkt weitergehen. Meiner Meinung nach ein prima Gerät, da sehr flexibel, hier mit den Einstellungen fürs Display super leicht anzuwenden, einen Knopf drücken und es ist noch klein und kompakt, dass man es wirklich gut mitholen kann, egal was man macht, Sport oder ihr macht extrem Alpinsport, seid sehr hoch und wollt dann kontrollieren, wie ist denn die Sauerstoffsättigung, wenn ihr hier den 10.000er besteigt oder sowas oder auch für ältere Menschen. Man kann es ab Kindern vom Alter von 4 Jahren benutzen, wird angegeben und natürlich dann nach oben alles
offen. Tja, und das wollte ich euch einfach mal vorstellen. Wer jetzt sowas gebrauchen kann und sagt, jupp, ich will mal ein bisschen hier meinen Blutsauerstoffwert im Kopf behalten oder im Blick behalten, der kann entweder eine Apple Watch kaufen für 480 Euro oder für 20 Euro so ein Ding hier. Also, der Link, der ist hier unten in meiner Videobeschreibung direkt zu Amazon. Könnt ihr gerne mal selbst ausprobieren. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer, ja, so wird gemessen. Da ist ein kleiner optischer Sensor drin. Da kann man das sehr schön erkennen, wie der jetzt hier blinkt und eben versucht, hier die Messdaten da zu bekommen. So, Fingerchen nochmal rein. Jetzt hat er sich ausgeschaltet. Na gut, dann schalte ich jetzt auch aus und sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.